Herzlich willkommen beim Vegan Podcast, deinem Podcast mit den aktuellen Trends und News zu den Themen Gesundheit, Fitness und vegane Ernährung. Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast. Heute natürlich wieder mit einer Special Guestin, wie du es gewohnt bist. Und zwar haben wir heute Britta Meyer-Peveling zu Gast. Und sie ist nicht nur Ernährungsberaterin, Yogalehrerin und Heilpraktiker-Anwärterin, sondern sie hat auch eine ganz besondere Geschichte. Denn schon mit 24 Jahren bekam sie die Diagnose Multiple Sklerose. Ja, heute, ein paar Jährchen später, ist sie immer noch topfit, topmunter, sogar hier im Video zugeschaltet. Und wie sie das geschafft hat, welchen Geheimtipp sie auf jeden Fall heute auch mitbringt, bleibt da auf jeden Fall dran. Und wie sie heute durchs Leben geht, was sie dir da mitgeben kann, egal ob du krank bist, egal ob du gesund bist, das verrät sie uns heute. Liebe Britta, schön, dass du da bist. Und die erste Frage ist natürlich, wie gut geht's dir? Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Ich laufe jetzt mittlerweile nach einer Hüft-OP letztes Jahr wieder ohne Stöcke, zumindest im Haus. Das ist beim Multiple Sklerose mit so einer langen Zeit der Diagnose nicht so selbstverständlich und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Du siehst ja aus wie das blühende Leben, bist, glaube ich, auch quasi ähnlich jung wie ich, also so, ich schätze mal so zwischen 30 und 45. Also das heißt, mit 24 hast du schon ein paar Jährchen hinter dir. Und wenn ich quasi so immer mal so ein bisschen rumhöre, MS, wenn man die Diagnose bekommt, dann heißt das immer, ja, ein paar Jahre hast du noch und dann wird alles sehr viel schlimmer. Du landest im Rollstuhl und irgendwann ist aus die Maus. Ist bei dir anscheinend ganz anders. Was geht da ab bei dir? Ja, lieber Christian, danke für die Blume. Ich bin bereits 55 Jahre alt. Also oh, nicht krass. Mehr. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video an. Allein schon deshalb stelle ich es auf YouTube, ja, weil genau. Diese Frau wirklich aussieht wie 40. Ja, genau. Also, Dankeschön dafür. Ja, und die Diagnose war natürlich hart. Ich stand mitten im Leben, im Durchstarten damals. Ich habe Leistungssport, war Rennradfahrerin unterwegs, habe die erste Firma gerade gegründet in der IT-Branche und dann kam die Diagnose und dann hatte ich irgendwie gedacht, naja, ich wusste gar nicht, was das überhaupt bedeutet, MS, das musste ich wirklich nachlesen. Das war Anfang der 90er Jahre mit Wikipedia und Internet noch nicht so einfach. Und ich habe das aufgenommen und hatte aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, irgendwie passt das gar nicht zu mir, aber die Diagnose war natürlich gesichert und war da, musste ich mich damit auseinandersetzen und das habe ich dann getan. Bin zwei Jahre der Schulmedizin gefolgt. Schulmedizin ist auch super. Wir brauchen die Schulmedizin in der Akutmedizin mit Sicherheit. Und dann habe ich mich intuitiv auf den Weg gemacht, dass ich sage, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit oder Körper, Geist, Seele, das gehört alles zusammen. Und da in diesem Körper steckt diese Autoimmunerkrankung und habe angefangen, ganz früh schon über Ernährung, also die Ernährung umzustellen, mich viel zu bewegen, so gut es eben ging. Viel zu schlafen, genau, und meinen Lifestyle danach zu richten, schon Anfang der 90er Jahre. Und ja, dem bin ich so gefolgt. Ich war in einem schubförmigen Verlauf. Das hat mir dann dazu verholfen, dass ich so ein, zwei Schübe im Jahr hatte, die mit Cortison behandelt wurden. Aber dann über die Jahre die Schübe sich immer weniger gehäuft haben. Also ich hatte dann weniger Schübe, hatte dann eigentlich bis zu überhaupt gar keine Probleme mit der MS. Die hatte ich im Gepäck, in meiner Aufmerksamkeit und habe nicht aufgehört, danach zu leben, so wie ich das für mich entschieden habe. Also das war meine Entscheidung. Damals war auch die Medizin oder die Alternativmedizin noch gar nicht so weit. Und damit bin ich gut gefahren. Das ist kein Geheimtipp. Das war meine Entscheidung, ob das jemand so macht. Das muss er für sich selber entscheiden. Ich kann ihm gerne teilhaben lassen in meinem Weg, den ich da beschritten habe. Und muss eben sagen, ich bin 1995, habe ich schon mit Meditation und Yoga angefangen. Das war damals hier in Europa auch noch ziemlich fremd, Ayurveda, das konnte kaum jemand schreiben, ich damals auch nicht, aber das ist das Wissen vom Leben, dem bin ich dann auch immer mehr gefolgt. Ja, und so hat es mir echt geholfen, dass ich voll gearbeitet habe, ich habe Familie gegründet, habe zwei Kinder bekommen mit der Diagnose MS, die beide gesund sind, sind beide auch auf ihrem Weg. Ja, und dann bin ich vor 4 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich tatsächlich eine Fußheberschwäche links dann doch entwickelt. Die MS poppte wieder auf, wurde aktiver, obwohl ich da nichts Großes verändert habe. Und es gab mir nochmal einfach so die Motivation, mich dann doch nochmal tiefer damit zu beschäftigen.
Ja, sehr spannend, krass. Und da, was dann passierte, das schauen wir uns dann gleich an und auch, wie du quasi dann eben auch zu der Ernährungsweise kommst, die du jetzt ja dann eben auch lebst sozusagen. Du hast ja auch gesagt, du hast mit Ayurveda beschäftigt, mit Yoga beschäftigt, mit Körper, Geist und Seele und hast auch einen gesunden Lifestyle gelebt. Jetzt sind wir hier an Ernährungspodcast, da ist natürlich alles super spannend. Lass uns trotzdem mal fokussieren auf das Thema der Ernährung. Wie hast du denn deine Ernährung auch umgestellt, dass du quasi fast schon diagnosefrei warst dann mit MS oder ist sag mal beschwerdefrei? Also das Erste, was ich gemacht habe, bin dem Ayurveda gefolgt und habe mich vegetarisch über fast 18 Jahre vegetarisch ernährt. Habe Alkohol gemieden, habe keine Drogen zu mir genommen, obwohl das Alter vielleicht da gewesen wäre. Habe mich über die Stränge geschlagen, habe wirklich mit mir gut gehaushaltet. Und als dann die MS dann doch wieder aufpoppte, jetzt vor 4 Jahren etwa, habe ich das alles nochmal überdacht, hatte dann auch meinen Ernährungsberater inzwischen gemacht und da wurde das alles nochmal so ein bisschen angekickst. Arbeite auch heute mit vielen Schulmedizinern, Ernährungsmedizinern, Internisten auch zusammen. Ja, und da bin ich nochmal tiefer reingestiegen in die ganze Ernährungswissenschaft und habe dann erstmal nochmal gewechselt auf reine vegane Ernährung. Bin dann nochmal reingegangen, was machen tierische Proteine, tierische Fette mit uns. Habe dann auch nochmal gewechselt, habe dann wirklich 28 Jahre kein Fleisch, keine Eier gegessen. Und bin dann da nochmal eingestiegen, habe das für mich probiert und habe so meinen Weg da gefunden. Wo ich heute sagen kann, ich ernähre mich wirklich so, wie es mir gut tut. Ich glaube, das ist auch Typsache, das ist nicht für alle das gleiche gut, da bin ich auch null dogmatisch. Und eine Sache, die mich wirklich unabhängig jetzt von der Ernährungsform, die jeder für sich wählt, die man auch gut angucken muss, was für einen passt, sind wir dann da gelandet, mal den Fettstoffwechsel im Vergleich zum Kohlenhydratstoffwechsel uns genau anzuschauen. Weil mit Autoimmunerkrankungen oder entzündlichen chronischen Erkrankungen sind immer die Inflammationen, also inflammatorische Prozesse, heißt Entzündungsprozesse, im Gange. Und das ist ganz egal von A bis Z, welche Autoimmunerkrankung ich da nehme. Ob das eine Hautgeschichte ist, ob das Magen-Darm ist oder jetzt auch eine MS, sind einfach Entzündungsprozesse im Körper. Wie man die reduziert, und wie ich trotzdem mit so einer Krankheit, was mental mir natürlich auch ausmacht, wenn ich so eine Diagnose bekomme, noch zusätzlich, mich natürlich in meiner Kraft, in meiner Mobilität eventuell schwächt, in meinem ganzen Dasein, dass ich einfach sage, ja, ich habe eine chronische Krankheit, was macht es mit mir? Und da sind wir wirklich, und es, die eine Studien, die gibt es von 1921 schon, dass zum Beispiel Epilepsie mit einer ketogenen Ernährung geheilt werden kann. 1921, über 100 Jahre her, das kennt fast niemand, kein Arzt. Ja, in keiner Praxis wird es irgendwie geheilt, da werden halt Medikamente, zum Glück gibt es, werden verschrieben, aber es geht eben auch anders. Und zum Thema Fatigue, chronische Müdigkeit oder wie wir es jetzt heute haben, Long-Covid oder die ganzen ADS-Kinder, die zappelfällig sind, was macht es, was passiert da? Damit habe ich mich beschäftigt und bin immer mehr in dem Fettstoffwechsel gelandet, dass ich sage, was machen eigentlich die Kohlenhydrate mit uns? Ja, die produzieren Entzündungen, die pushen das enorm. Ja, und das war so mein Weg seit 4 Jahren, dass ich mich mit der Ernährung, mit einer fettreichen Ernährung, quasi mit einer ketogenen Ernährung, für mich zu leben, ist es besser in einer Low-Carb-Ernährung und die unterstütze ich mit exogenen Ketonen bis heute. Vielleicht ganz kurz zu den exogenen Ketonen und zu mehr vegan oder ketogene Ernährung kommen wir gleich. Was bist du da für ein Ernährungstyp im Ayurvedischen? Soweit ich weiß, gibt es ja da die, nach Sheldon gibt es die Ektomorphen, Mesomorphen und so weiter und im Ayurvedischen gibt es ja die Vata, Pitta, Kapha. Also kann es dann auch sein, dass da manche eben mit der ketogenen Ernährung zum Beispiel gar nicht gut klarkommen, je nach Ernährungstyp? Oder würdest du schon sagen, gerade wenn Krankheiten da sind, gerade wenn man auch abnehmen möchte, wenn man chronische Entzündungen oder Entzündungen generell meiden will, ist da die ketone Low-Carb-Ernährung, die eben sehr stark auf den Fettstoffwechsel setzt, besser? Also im Ayurveda ist es immer so, dass du erstmal ausbalanciert wirst. Da kommst du hin, hast eine Diagnose, hast irgendwie vielleicht eine Unverträglichkeit, eine Allergie,
dann hast du immer alle Anteile, Kapha, Pitta, Vata auf jeden Fall in dir. Und du bist immer ein Vata-Typ auch mit einer chronischen Erkrankung. Und dann wird dazu geguckt. Also im Ayurveda wird immer ausgeglichen. Ja, du bist nicht dieser eine Typ. Das ändert sich mit den Jahreszeiten. Das ändert sich einfach über die Zeit mit deiner Erstdiagnose, mit deiner Anamnese. Und wichtig ist in Ayurveda, dass du ausgeglichen bist und möglichst von allen Anteilen auch gut alles hast, weil dann bist du gut in der Balance. Ja, also das kann ich jetzt. Ich war vielleicht mal dieser Typ und bin dann immer mehr in den anderen Typ reingekommen. Aber klar war auch, dass die Eiweiße, die Proteine immer wichtig sind, dass du die genügend hast und natürlich, dass Entzündungswerte runtergehen. Und die gehen eben runter, wenn man Kohlenhydrate reduziert. Und das hast du im Ayurveda sowieso. Die haben fast keine Kohlenhydrate. Und dann haben sie ein bisschen tierisches Eiweiß, ja oder nein. Und das wird nach Typsache dann dazugegeben. Ja, und dann musst du auch probieren, mal ein halbes Jahr, wie du da gut mit zurechtkommst. Ja, wir sollten da gegebenenfalls mal ein weiteres Podcast-Episode aufnehmen zu dem Thema ayurvedische Ernährung. Denn ich selber war noch in keinem Ayurveda-Zentrum. Ich habe immer so gehört, dass da sehr viel gekocht wird. Und natürlich dann gibt es so diese Linsendals oder halt alles, was so leicht bekömmlich ist. Und natürlich wird viel mit Gewürzen gearbeitet etc. Nur dachte ich schon, da wird natürlich auch sehr viel Gemüse verarbeitet. Dachte ich schon, dass da auch schon sehr viel mehr Kohlenhydrate drin sind. Also dass das jetzt auf keinen Fall als ketogen bezeichnet werden kann, was die ayurvedische Ernährung angeht. Oder liege ich da jetzt nur ganz kurz auf dieses Thema noch bezogen falsch? Also ich bin immer in Sri Lanka, mache die Ayurveda-Kur, wo man auch sagt, Sri Lanka ist noch Ayurveda-light, in Indien ist es dann noch krasser, gerade mit den Entlastungstagen, was da praktiziert wird. Aber auch selbst da in Sri Lanka wird Low Carb auf jeden Fall gekocht. Du kriegst fast kein Brot, du kriegst nie Nudeln. Die haben keine Kartoffeln. Ja. Auch kein Reis oder ganz wenig? Ganz wenig. Also Reis ist dann das, was am meisten angeboten wird, aber vielleicht nur in einem Bereich vom Buffet. Und alles andere ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Also Ballaststoffe ohne Ende. Dann haben sie natürlich die frischen Früchte. Das ist wiederum nicht Low Carb, weil die natürlich super süß sind, von der Papaya über Ananas haben sie wenig bis gar nicht, aber eben Maracuja, Melonenarten und ja, also eigentlich viel Papaya all over, was ja natürlich auch viele Enzyme hat und entgiftet. Und also das ist die Papaya-Kerne, ne? Also die sind ja... Genau, die sind ganz scharf, die Papaya-Kerne werden dann mit in die Suppe reingemacht und... Also ganz viele grüne Blattgemüse, Curry Leaves, die man hier bei uns gar nicht bekommt. Und das ist wirklich sensationell. Und viele, also Gewürze, Gewürze, Gewürze. Also in das Resort, mit der fahre ich, glaube ich, jetzt dieses Jahr im Sommer zum 14. Mal hin, habe ich auch immer meine eigene Ärztin, die es immer noch gibt, die mich da über, ja, einfach jetzt fast schon 25 Jahre begleitet. Also können wir gerne nochmal gesondert eingehen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt. Genau, gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, um deine Zeit zu schonen. Jetzt hast du gesagt, du bist da voll im Fettstoffwechsel. Du beschäftigst dich sehr viel mit Low Carb und der ketogenen Ernährung, weil das eben auch Entzündungen im Körper minimiert, neben vielen anderen Sachen. Erzähl uns doch ein bisschen dazu, wie ernährst du dich da am Tag? Wie kann ich mir das vorstellen? Also isst du da überhaupt gar kein Brot, kein Reis, keine Kartoffeln und so weiter? Süßigkeiten sind sowieso tabu. Alkohol, sagst du, trinkst du auch keinen? Würden jetzt wieder einige meinen, oh Gott, wovon lebt die Dame noch und hat sich jeden Spaß verdorben sozusagen. Ne? Ja, du und ich wissen, dass es auch anders geht. Ich sage nur Kokosnussmus, mein absoluter Favorite und so weiter. Also es gibt auch andere Sachen, aber erzähl mal du. Ja, genau. Also ich lebe, ich bin fröhlich, ich bin, glaube ich, super aktiv auch in meinem ganzen Dasein, was ich arbeite und das Essen schmeckt mir. Ja, es schmeckt mir wirklich lecker, weil es ist bunt, es ist vielseitig und ich hungere nicht. Ich habe noch nie verzichtet. Das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Ich hätte nicht verzichten können, weil das Essen gehört für mich auch irgendwo dazu, dass man atmet und leben kann und einen guten Organismus hat. Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich immer auch ein schönes Dasein mit Freunden oder mit Familie zu essen. Also das gehört einfach dazu.
Also Alkohol trinke ich wieder, das hatte ich 10, 15 Jahre, war ich da ganz am Anfang mal komplett Abstinenz, aber wenn ich ein Viertel Liter Alkohol in der Woche maximal habe, ist das schon viel, weil ich das gar nicht mehr so brauche. Also das nochmal, um klarzustellen, auch den gönne ich mir ab und zu, aber ich brauche ihn nicht dringend und er zählt auf gar keinen Fall zu meiner täglichen Trinkmenge. Ja. So, was, wie starte ich den Tag? Also ich habe ketogen gestartet, habe gemerkt, nach 6 Wochen hat man dann die Ketonkörper im Blut mal gemessen, die waren auch da, aber eine rein ketogene Ernährung, finde ich, hat mich sehr angestrengt. Ja, das hat mich doch eingeschränkt. Was bedeutet das denn? Also das bedeutet maximal 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag, genau. Ist das so richtig? 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, wobei du die dann natürlich im Gemüse und so natürlich alle mitzählst. Richtig, richtig. Ja, und das fand ich dann so im Alltag, wenn du arbeitest, auch hier und da viel unterwegs bist und jetzt nicht jeden Abend gezielt einkaufst und alles vorbereitest. Das kann man alles machen. Das ist auch teilweise jetzt mit einer Low-Carb-Ernährung absolut Routine geworden. Das schafft man gut. Für mich war eine rein ketogene Ernährung nicht auf Dauer durchzuhalten, muss ich wirklich sagen. Und wir haben so ein bisschen, hat mir auch irgendwie nach 6, 8 Wochen so ein Kick gefehlt, dass ich dachte, ich wäre eigentlich noch so ein bisschen mehr, hatte ich mir verhofft, so ein bisschen noch mal mehr gepusht und mehr in meiner Kraft angekommen. Vor allem hattest du dich dann weiter vegetarisch ernährt, ketogen, dann würde es ja fast noch ganz okay gehen mit den Milchprodukten, mit den Eiern. Vegan wird dann schon anstrengend. Also ich weiß ja selber, wir haben einen veganen Ketogen-Kurs. Auch im Hippocrates Center ernähren wir uns sehr low-carb-mäßig, also ähnlich wie in der Ayurveda. Aber klar, auf Dauer ist es natürlich dann auch mal ein Lifestyle, der quasi, vor allem wenn du soziales Leben haben willst, anstrengend sein kann. Ne? Schalt auch beim nächsten Mal wieder ein, um zu erfahren, warum Britta sich nicht mehr rein vegetarisch ernährt und wie sie dies mit einer ayurvedischen Ernährungsweise vereinbart. Außerdem erklärt sie, wie sie ihre Multiple Sklerose mithilfe einer Low-Carb-Ernährung in Griff behält. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.